Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Wir sind Ja. fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ja, die wiederholt sich hier die ganze Zeit. 100 Mal das Gleiche sagen, gell? Okay, wir kämpfen uns hier durch diese Ruinen von diesem Vampirschloss. Sind auf der Suche nach der Schriftrolle der Alten und ja, sie sagt immer wieder, wir sind hier gleich am Ziel, wir sind gleich am Ziel, aber irgendwie dieses Ziel ist doch gar nicht so nah dran, weil wir hier immer noch laufen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auf ihre Mutter treffen. Aha, jetzt scheinbar sind wir endlich am Ziel. Was ist das denn jetzt? Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Und was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Ja, wonach suchen wir genau? Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Eure Mutter hatte ein ziemlich großes Labor. Ich wusste ja nicht einmal, dass ihr Labor überhaupt existiert. Sie hatte ein Alchemielabor in ihrem Gesellschaftszimmer, aber nichts, was an das hier auch nur im geringsten herankommt. Was hat sie denn da forscht? Wenn ich mir die Gerätschaften und Zutaten so ansehe, sieht das aus, als hätte sie an ihren Totenbeschwörungsfähigkeiten gearbeitet. Okay, wozu? Ich weiß es nicht. Sicher nicht Langlebigkeit. Das wäre Zeitverschwendung für einen Vampir. Hat eure Mutter hier Gargoyles gehalten? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Okay, verstehe. Ich Ja, dann. erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Ja, sicher werden wir das finden. Du könntest dich aber auch nützlich machen. Drachen, ach so, Drachenknochen. Knochenmehl. Die Wundernatur der Orks. Hier ist es doch. Das ist das Tagebuch von ihr. Du liebe Zeit, hat einen ganzen Roman hier reingeschrieben. Schauen wir mal. Hakon, Kurzsichtigkeit entwickelt sich zu einem ernsten Problem. Ich habe ihn immer wieder gewarnt, dass eine alberne Prophezeiung zu viel Aufmerksamkeit auf die unseren lenkt. Und doch weigert er sich, mir auch nur eine Sekunde zuzuhören. In seinen Augen scheine ich mich von seiner Ehefrau zu einem Ärgernis entwickelt zu haben. Während er seinem irrwitzigen Feldzug nachgeht, finde ich nur noch in meiner Arbeit Trost. Mir ist heute ein Durchbruch gelungen. Ich konnte das Portalgefäß mit Hilfe einiger weniger Zutaten auf das Seelengrab einstimmen. Das Portal öffnete sich zwar nur für ein paar Sekunden, doch ich glaube, dass es mit der richtigen Formel möglich sein muss, es auf unbegrenzte Dauer zu öffnen. Ich habe das Gefühl, als fehlte mir noch eine wichtige Zutat.
Etwas so Starkes, dass es den Kräften widerstehen kann, die meine Eindringen zu verhindern suchen. Die Zwiesprache, was Zwiesprache mit den vollkommenen Meistern hat sich als nutzlos erwiesen. Sie sprechen in Rätseln und helfen mir in keiner Weise weiter, ob ich ihnen nun regelmäßige Seelen zuführe oder nicht. Wenn ich Hakon Umklammerung entrinnen will, muss ich das Portal lange genug öffnen, um von hier zu verschwinden. Bis in alle Ewigkeit, wenn es sein muss. Ich habe es geschafft. Nach Tausenden für Zutaten, verschwendete Goldmünzen, habe ich einen Weg gefunden, das Portal lange genug aufrechtzuerhalten. Zu meinem eigenen Schutz führe ich die Zutaten unten ohne Mengenangabe auf. Als zweite Sicherheitsmaßnahme integriere ich meine eigenes Blut in die Formel. Oh, das sollte verhindern, dass jemand sie kopiert und mir ins Seelengrab folgt. Die Formel enthält folgende Zutaten. Ja, das haben wir schon aufgehoben vorhin. Fein gemahlenes Knochenmehl, gereinigtes Salz der Leere, Seelensteinsplittern. Ich glaube, das haben wir vom Tisch alles schon aufgehoben. Obige Zutaten müssen im richtigen Mengenverhältnis in das Portalgefäß mit dem Silberstreif gegeben werden. Dann muss nur noch Blut als Wirkstoff hinzugefügt werden. Nachdem ich meine Sachen zusammengepackt habe, werde ich morgen ins Seelengrab reisen, womöglich ein sehr langes Exil antreten werde. Viel wichtiger ist, dass ich meine Pläne fürs Serana in die Tat umsetze und sie so bald wie möglich in die Trübhöhlengruft bringen kann. Okay, fertig. Seelensteinsplitter. Haben wir das auch aufgehoben? Hattet ihr schon Glück? Ja, ich habe die Notizen eurer Mutter Ach gefunden. ja, lasst sie mich sehen. Es ist dieses Seelengrab, von dem sie Ich spricht. weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Warum macht sie sich Gedanken darüber, wohin verwendete Seelen gehen? Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Wenn sie es bis dorthin geschafft hat, werden wir sie finden. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Was brauchen wir? Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Dein Blut wahrscheinlich. Was ist Wir los? brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Ihr teilt ihr Blut. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Sind das alle benötigten Auf Zutaten? jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Na, ich dachte, ich hätte die schon aufgesammelt hier. Oh, die habe ich jetzt vorher schon aufgesammelt. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass wir das hier brauchen. Ah, wir gucken gerade eben zu den Quests. Seelensteinsplitter, gereinigte Salze der Leere. Es ist hier noch offen als offen.
Ach so, dann haben wir wahrscheinlich nur dieses feine Knochenmehl wohl gefunden. Ich sammle hier mal alles auf. Knochenmehl, okay. Ein Daedra-Herz. So. Hier haben wir auch noch ein paar Zutaten. Ja, schaden kann es nicht. Wenn wir die jetzt nicht hier brauchen, dann werde ich sie bestimmt brauchen. Hier haben wir noch. Nee, Schreibfeder. So, das hätte ich auch liegen lassen können. So, dann schauen wir mal hier oben. Hier. Seelensteinfragment. Splitter, sorry, das war ein Fragment, das andere, aber das haben wir gebraucht, die Splitter. Genau. Ui, hier sind aber einige Seelensteine. Und wir nehmen die mal mit. Ein mächtiger Seelenstein. Nu, was ist das? Kann man das nicht aufheben? Sieht doch aus wie Eiszähne oder sowas. Komme ich nicht ran. Okay, jetzt. Haben wir jetzt doch alles aufgehoben? Wartet mal, wartet mal. Kann ja nicht sein. Jetzt haben wir eigentlich. Sammle gereinigte Salze der Leere. Das haben wir ja noch nicht. Frostsalze. Jetzt haben wir es. Was ich trage, wieder zu viel. Wundervoll. Das ist natürlich wieder ganz toll. Weg. Ich glaube nicht, dass ich dies jemals brauchen werde. Zwergenschwert der Flammen. So, jetzt können wir die Zutaten hier rein. Gib die Zutaten in das Gefäß, sprich mit Serena. Ups. Überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Darf ich euch zuerst was fragen? Natürlich. Worum geht es? Was werdet ihr tun, wenn wir eure Mutter finden? Genau dasselbe frage ich mich seit unserer Rückkehr zur Burg. Was wir mit Vater taten, sie war sich dessen so sicher. Ich musste ihr einfach folgen. Über den Preis habe ich nie nachgedacht. Ja, klingt so, als hätte sie alles wegen euch getan. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Klingt so, als wäre sie sehr selbstsüchtig gewesen. Tja, es kommt immer drauf an, was sie da unten. Schon möglich. Vermutlich ist selbst eine Vampirmutter immer noch eine Mutter. Sie sorgte sich um mich, um uns alle.
Aber sie wollte mich so weit wie möglich von Vater wegbringen, bevor er etwas Furchtbares tun konnte. Wir wissen es erst, wenn wir sie gefunden haben. Ja, ja, ihr habt recht. Es tut mir leid. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass meine Gefühle für sie irgendjemanden interessieren könnten. Danke. Also, sind wir bereit? Ja. Also gut, dann mal los. Beim Blut meiner Ahnen. Sie hat es tatsächlich geschafft und einen Zugang zur Seengruft geschaffen. Unglaublich. Wow. Echt? Faszinierend. Faszinierend, das sieht ja richtig gruselig aus. Und wir wollen da runtergehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kannst du bitte voraus? Es ist deine Mutter. Komm. Los jetzt. Ich hab's befürchtet. Ziel Seelengrab. Ja dann. Gehen wir. Jetzt direkt. Mutter müsste auf der anderen Seite dieses Dings warten. Ach du liebe Zeit, wo sind wir hier gelandet? Jenseits des Todes. Finde Valerika. Oh, mir gefällt es hier nicht. Hallo? Ich frage mich, ob meine Familie mich vermisst. Ob sie wohl noch leben? Wie viel Zeit ist vergangen? Seht euch nur diesen Ort an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig hierher kommt. Mutter muss große Angst gehabt haben. Hier sind überall Seelen. Naja, gut, heißt ja auch Seelengrab. Sammeln, Seelenriss. Seele aufgenommen. Ach, wir können hier Seelen jetzt sammeln? Das sieht ja verrückt aus. Ey, das habe ich jetzt hier nicht erwartet. Es ist ja auch ein riesiges Gebiet hier. Okay, glaube ich, ist die Barriere, hier können wir nicht durch, ja. Wenigstens ist der Schmerz verschwunden. Ist verschlossen. Kommen wir hier nicht rein? Okay, bis jetzt haben wir keine... Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, bis jetzt haben wir keine Feinde gefunden. Aber die haben uns jetzt gefunden. Hab schon irgendwas hinter mir gehört, aber ich dachte, eventuell hat die vielleicht... Diese Rana da irgendwas geschworen wieder, aber das macht sie eigentlich auch nur, wenn... Ich habe Mitleid mit den Toten, die hier auf ewig gefangen sind. Feinde in der Nähe sind. Scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Oh, hier sind auch welche.
Spiel geschafft. Ja, kann ich den Geldbeutel jetzt nehmen? Sieht euch nur den Himmel an. Wo sind wir hier? Seelen, ist das ein Tagebuch und ein Buch oder irgendeine Notiz, die da unten liegt? Wir sollten in Bewegung bleiben. Sieht aus, aber ich kann hier nichts. Beobachtet. Oh, du sagst, aber da nichts Gutes jetzt. Na dann. Ja, ich denke mal, wir müssen da vorne hin, ne? Wo diese Lichter da aus den Türmen da rausragen. Oh, sorry. Es gibt hier kein Entkommen. Was ist denn das für ein Pferd? Um Gottes Willen. Ist gerade ein Pferd vorbeigelaufen. Hey, warte mal. Kann ich dich reiten? Nee, ein Geisterpferd. Das war bloß ein Geisterpferd. Was war das? Was ist das hier? Auch irgendwie abgeriegelt hier mit. Ja, wir gehen besser. Ist das jetzt genug? Kommt ein fettes Gewitter. Ein abnormales Gewitter. Das sieht eher aus. Als ob hier diese Welt untergeht, oder? Wo ist ein Gewitter? Ein heftiges Gewitter. Oh, okay. Wir laufen hier mal vorbei. Okay. So, bevor wir jetzt da auf ihre Mutter treffen, jetzt hier nochmal einen Spielstand anlegen. Mutter? Mutter? Ja, ist das die Mutti oder was? Mein Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um die Prophezeiung zu vollenden. Auf unsere Weise, nicht auf seine. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr, tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Mischbluts wiederfindet? Ja, gute Frage. Was antworten wir denn jetzt? Ich habe sie beschützt. Ich habe sie vor eurem törichten Plan gerettet. Ich bin nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. Ihr sprecht von Sicherheit und bringt sie dann hierher?
Hat sie euch denn gar nichts erklärt? Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Nee, hat sie aber nicht. Deshalb suche ich hier die Schriftrolle Haltet der Alten. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Na hör mal, die ist doch freiwillig hierher mit runtergekommen, bitte. Was meint ihr damit? Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Ja, und was hat jetzt Serana damit zu tun? Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Mhm. Ist Serana's Blut für die Tyrannei der Sonne erforderlich? Ja, Serana hat sich eigentlich diesem Ritual ja freiwillig unterzogen. Es wurde von ihr erwartet, so wie es auch von mir erwartet wurde. Als Opfergabe für Molag Baal auserwählt zu werden, ist eine große Ehre. Sie hätte es nicht gewagt, eine solche Würdigung auszuschlagen. Kalthafen? Manche nennen es auch das Reich von Molag Baal, seine Heimat im Reich des Vergessens. Ist jetzt Seranas Blut für die Tyrannei der Sonne erforderlich? So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wollt ihr damit sagen, dass Harkon vorhat, sie zu töten? Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Verstehe. Das würde ich niemals zulassen. Und wie genau wollt ihr die Prophezeiung ohne den Tod meiner Tochter erfüllen? Ich brauche eure Hilfe. Habt ihr mir nicht zugehört? Serana ist eine reinblütige Vampirin, genau wie ich. Meine Anwesenheit in Tamriel stellt ein ebenso hohes Risiko dar wie die ihren. Ihr interessiert euch weder für Serana noch unsere Not. Ihr seht in der Tyrannei der Sonne eine Chance, euch zur Gottheit zu erheben. Genau wie Harkon würdet ihr keinen Augenblick zögern und alles vernichten, was sich euch in den Weg stellt. Nee, jetzt Moment. Serana glaubt an mich. Warum nicht auch ihr? Serana? Diese Fremde mag sich Vampir nennen, aber sie weiß nichts über unsere Mühen. Warum sollte ich euch ihr anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert, aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana, wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass er euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht.
Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Serranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Habt ihr eine Schriftrolle der Alten bei euch? Ja. Seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Was müssen wir tun? Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Ja, wir sind bald wieder zurück. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Wenn ich das Seelengrab verlasse, kann ich dann wieder sicher zurückkehren. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Wie wurdet ihr hier eingesperrt? Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Was war das für eine Abmachung? Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Ja, sie haben euch reingelegt. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Ihr wurdet gefangen. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Tja, ihr wart hier die ganze Zeit also eingesperrt. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Warum habt ihr die Prophezeiung nicht verfolgt? Akons Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Was für eine Art Aufmerksamkeit? Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. Ihr zieht es also vor, in den Schatten zu leben. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Wer sind die vollkommenen Meister? Ich weiß nur sehr wenig über sie. Sie sind mystische Wesen, die über das Seelengrab herrschen und es bis ins kleinste Detail kontrollieren. Von seinem Gefüge bis hin zu seinem Erscheinungsbild. Ja, wie sehen sie denn aus? Manche Totenbeschwörer glauben, dass es sich um die kristallenen Strukturen handelt, die man überall im Seelengrab findet. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Wieso? Ich glaube, sie überschreiten das, was wir als körperliche Gestalt wahrnehmen. Womöglich waren sie einst körperliche Wesen,
Aber sie haben offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem sie keine physische Gestalt mehr benötigen. Und die Kristalle? Verbindungskanäle, über die die vollkommenen Meister mit ihren Untergebenen sprechen und sich an ihren Opfern laben können. Warum sollten sie Nahrung verlangen? Die Schwäche der vollkommenen Meister ist ihr unstillbarer Hunger nach reinen Seelen. Dieser Hunger ist der Grund für die Existenz des Seelengrabs und das einzige Druckmittel, das ein Totenbeschwörer beim Verhandeln mit ihnen einsetzen kann. Was bieten die Meister im Gegenzug? Die Fähigkeit, mächtige, untote Wächter wie einen Atronarchen oder Daedra zu beschwören. Die meisten Totenbeschwörer, die töricht genug sind, sich auf einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzulassen, enden jedoch hier. Als geerntete Seelen. Geerntete Seele, das hört sich passend an. Okay, sei vorsichtig und passt auf meine Tochter auf. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's es gut. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Ciao.